Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der Spielzeugtruhe. Heute schauen wir uns gemeinsam etwas vom Feuerwehrmann Sam an, und zwar den Hubschrauber aus der Serie. Wenn ihr auch die Serie kennt, schreibt doch mal in die Kommentare, wen ihr da am coolsten findet, zum Beispiel ob ihr den Tom Thomas, den Piloten, am coolsten findet oder jemand anderen, oder ob ihr ein anderes Fahrzeug vielleicht auch noch viel cooler als den Hubschrauber findet. Damit wir das uns jetzt mal besser angucken können, packen wir den jetzt mal gemeinsam aus. So, jetzt haben wir das Ganze zusammen fertig ausgepackt und dann gucken wir uns die ganzen Sachen auch nochmal im Detail an. Also hier haben wir nochmal den Tom Thomas, den Piloten. Da sehen wir auch schon direkt, dass der für jede Situation gewappnet ist, weil er hier den Sonnenschutz hat. Also wenn es zu hell ist, kann er die Sonnenblende runterlassen, und wenn es zu dunkel ist, zu dunkel mit der Sonnenbrille, dann kann er auch den Helm abnehmen. Und dann sieht er natürlich auch schon wieder viel besser. Aber ich denke, das ist besser, wenn er den Helm auf hat, weil da ist auch noch das Mikrofon dran, mit dem er mit dem Tower kommunizieren kann, um Informationen über den Einsatzort zu bekommen oder wo genau er hinfliegen muss. Den stellen wir jetzt mal wieder hier hin. Und dem Tom Thomas könnte man auch jederzeit die Axt in die Hand geben, um vielleicht einen Verletzten, der unter einem Baum liegt, mit der Axt zu befreien, um die Äste abzuschlagen. Dann haben wir noch einen Hammer. Falls irgendwo was klemmt, kann er auch nochmal den Hammer benutzen. Und nochmal zwei Walkie-Talkies. Und dann haben wir noch die Schlaufe, die wir an die Seilwinde dran machen können, um Personen, die irgendwo an einem Abhang festsitzen, in den Hubschrauber hochziehen zu können. Dann haben wir natürlich noch hier die Liege oder Trage, mit der Verunglückte von Stellen am Berg gerettet werden können, an denen der Hubschrauber nicht landen kann. Und dann haben wir noch den Bottich. Der ist ganz wichtig, speziell in Einsätzen, wo es brennt, also zum Beispiel bei Waldbränden oder wenn ein Haus brennt, da kann der Hubschrauber drüber fliegen und mit Hilfe der Seilwinde mit dem Bottich Wasser aufnehmen und das dann über dem Ort, an dem es brennt, abschütten, um den Brand zu löschen. Setzen wir auch mal noch den Tom Thomas vorne rein, weil der muss den Ganzen ja auch, das Ganze auch steuern, damit das realistisch aussieht. So, klappen das zu, und ich würde sagen, wir hängen mal noch den Bottich dran, hier an die Seilwinde. So, und dann lassen wir das Ganze nochmal losfliegen. Und jetzt landet er nochmal. Das war's soweit mit dem Hubschrauber vom Feuerwehrmann Sam und dem Piloten Tom Thomas. Und wenn ihr weitere Infos dazu wollt, schaut doch mal in der Videobeschreibung vorbei. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Video. Tschüss!